Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Videos, wie fitte ich ein Big Five Modell in R mit Lavan. Im ersten Teil haben wir uns angeschaut, wie wir die Lavan-Syntax schnell erzeugen können und im zweiten Teil fitten wir jetzt tatsächlich das Modell. Wir brauchen natürlich als erstes das Lavan-Paket, das installiere ich wieder über Librarian. Im ersten Teil des Videos habe ich das erklärt, wie ich Librarian verwende und jetzt können wir einfach über Lavan das Modell fitten. Wir haben eigentlich jetzt alles da und das machen wir über die Funktion SEM für Structural Equation Modeling. Als Daten benutzen wir Big Five und als Modell einfach die Syntax, die wir schon erstellt haben. Das ist jetzt die Gesamtsyntax für das gesamte Modell und wir können das kombinieren. Wir machen einfach einen Vektor aus den zwei Syntaxvektoren. Wir fitten das Modell und übergeben das an eine Variable, die wir dann weiter verwenden können. Der Witz ist jetzt, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen und das ist auch korrekt, aber das wird nicht funktionieren. Das liegt daran, dass dieses Modell viel zu groß ist. Das heißt, der RAM reicht nicht aus, um dieses Modell zu fitten. Und ich habe das auch auf dem Server probiert. Wir haben einen Server mit 72 GB RAM und auch da bricht es zusammen. Das heißt, obwohl das hier korrekt ist und das das vollständige Modell ist, können wir das überhaupt nicht fitten. Was können wir jetzt stattdessen tun? Naja, wir könnten zum Beispiel den Algorithmus verändern oder wir könnten auch ein Item-Response-Theorie-Modell fitten. Aber wir wollen ja das Ganze mit Lavan machen. Also das heißt, wir bleiben jetzt hier mal bei dem einfachen Algorithmus und bei dem einfachen Fall. Und was wir noch machen können stattdessen ist, jeden einzelnen Faktor zu fitten. Wir haben 5 Modelle und das ist dann eigentlich streng genommen nicht ganz das Big Five Modell, weil das Big Five Modell ist das vollständige Modell. Aber ich glaube, die Abweichungen sind minimal und wir werden das hier einfach mal probieren mit dem Faktor Agreeableness. Das heißt, ich mache genau das Gleiche, aber nehme jetzt von der Syntax der Facetten nur die ersten 6, weil ich weiß, das ist Agreeableness. Und von dem Faktor nehme ich natürlich nur den ersten Faktor, weil das auch Agreeableness ist. Und der Rest bleibt gleich. Und das hier, das funktioniert sofort. Also das geht auch ziemlich flott. Und wir können uns die Ergebnisse anschauen über die Funktion Summary. Und wenn ihr hinten noch Standardized ist gleich True mit übergebt, dann bekommt ihr auch die standardisierten Koeffizienten, die ja üblicherweise interessanter sind als die unstandardisierten. Ja, wir sehen hier sehr viel Output. Das heißt, wir kriegen hier viele verschiedene Informationen. Was uns hauptsächlich interessiert, sind die Koeffizienten. Und die sehen wir hier. Also hier haben wir immer die Facette. Das ist die erste Facette von Agreeableness. Hier sehen wir die 8 Items und hier haben wir den unstandardisierten Koeffizienten und hier haben wir standardisierte Koeffizienten. Da gibt es zwei interessanterweise. Das eine bedeutet LV, dass nur die latenten Variablen standardisiert sind und All bedeutet, dass auch die manifesten standardisiert sind. Und ihr seht hier auch, die sind alle zwischen 0 und 1, wohingegen die unstandardisierten Koeffizienten auch größer als 1 sein können. Weiter unten habt ihr dann auch den Faktor selbst, also wie laden die Facetten auf dem Faktor, auch wieder standardisierte Koeffizienten. Und noch weiter unten habt ihr auch die Varianzen, die sind auch ganz interessant, aber jetzt für uns nicht so entscheidend. Generell ist dieser Output ziemlich groß und ich bevorzuge mir die Koeffizienten anzuschauen. Das kann man machen über Parameter Estimates, das wären die unstandardisierten. Oder über Standardized Solution, das wären die standardisierten. Wenn ihr diese Funktion anwendet, bekommt ihr einen schönen Data Frame, mit dem ihr dann auch weiterarbeiten könnt. Hier mache ich das Ganze und hole mir auch nur die ersten paar Zeilen raus, also das heißt nur die Koeffizienten und nicht die Varianzen. Und da seht ihr dann hier, habt ihr die Facetten und Estimate STD ist der standardisierte Koeffizient. Die sehen eigentlich alle ganz okay aus, also es gibt so Cut-Off-Kriterien, aber ich würde die eher mit Vorsicht genießen. Was komisch ist, ist halt, wenn eine Faktorladung so um die 0 ist und tatsächlich haben wir hier eine, nämlich das Item A239, das lädt
ja, mit minus 0,02 auf der Facette A6. Also das scheint hier problematisch zu sein. Auch das Konfidenzintervall geht dann natürlich über die 0, also schließt die 0 mit ein. Dieses Item müsste man sich näher anschauen. Leider ist der NeoPR über ein Copyright geschützt. Das heißt, ich kann jetzt nicht das Item hier auflisten und diskutieren, warum das so schlecht hier lädt. Wir können uns aber dann später bei den Facetten was anschauen dazu. Okay, das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Was jetzt noch fehlt, ist ein Plot und den können wir über Lavaan Plot erstellen. Wichtig ist hier, dass ihr die Koeffizienten mit ausgebt und ich will die standardisierten Koeffizienten, also müsst ihr Stand ist gleich True übergeben. Und was ich noch wichtig finde, ist bei den Graph Options, wenn ihr Rank Dir auf LR stellt, dann bekommt ihr einen Plot, der von links nach rechts geht. Und das sieht ein bisschen besser aus, als wenn ihr das von oben nach unten macht, weil wir hier so viele Items haben, dass es sonst unübersichtlich wird. Da haben wir hier einen schönen Plot, bei dem wir die Items, die Facetten und auch den Faktor sehen und auch alle Faktorladungen. Und wieder fällt auf, natürlich A239 hat hier diese sehr schlechte Faktorladung. Okay, das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Wir haben Agreeableness als Faktor gefittet. Wir haben einen Plot gemacht und wir könnten das, was wir jetzt hier gemacht haben, genauso für alle anderen Faktoren machen und das wäre total in Ordnung. Aber wir sind ja als Programmierer, als Data Analyst sind wir ein bisschen faul, deswegen wollen wir das Ganze automatisieren. Und das mache ich jetzt hier über ListApply. Das sieht vielleicht ein bisschen kompliziert aus, auch gerade wenn du noch nie ListApply gesehen hast. Aber es ist tatsächlich nicht so schwierig. Was macht ListApply? Das wendet auf einen Vektor. Hier besteht der Vektor aus den Faktoren. Wendet es einfach eine Funktion an. Das heißt, wir machen das Ganze, was wir jetzt auf Agreeableness gemacht haben, nicht nur auf Agreeableness, sondern auf alle Faktoren. Und die Funktion SEM-Helper, die ist hier definiert und die sucht über grep die entsprechenden richtigen Items heraus aus der Syntax und auch den Faktor sucht es raus und fittet das Modell. Also genau das, was wir gerade per Hand gemacht haben, ist hier in dieser Funktion drin und die wende ich auf alle Faktoren an und dann hole ich aus der Liste, die ich bekomme, die Standardized Solution, also ist genau der gleiche Code wie oben, nur ein bisschen anders geschrieben. Und dann wandle ich das Ganze in einen einzigen Dataframe hier unten um. Und jetzt können wir diesen Dataframe etwas genauer uns anschauen. Was uns hauptsächlich interessiert, sind zum Beispiel die schlechtesten Faktorladungen, also was sind die schlechtesten Items. Das mache ich hier eine kleine Analyse über dplyr. Und da sehen wir, okay, A239, das hatten wir ja schon gesehen, taucht hier wieder auf. Aber was noch viel spannender ist, ist, dass die Facette E4 für Extraversion negative Faktorladungen hat. Ja, also hier ist E4, 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 hat alles negative Faktorladungen. Und das darf natürlich nicht passieren. Hier wurde offensichtlich E4 nicht umkodiert. Das ist jetzt für den Fit selbst nicht so dramatisch, aber trotzdem ist das Ganze ja publiziert und da sollten solche Fehler vermieden werden. Und sie sind auch leicht zu vermeiden, wie wir sehen können. Wenn man das Modell fittet und ganz schnell sich die schlechtesten Faktorladungen anzeigen lässt, dann würde man sofort erkennen, dass man hier einen Fehler gemacht hat. Sind auch ein paar andere Faktoren dabei oder Facetten-Items, zum Beispiel die C35, die funktioniert auch nicht so gut. Da habe ich auch schon eine Idee, warum, kann das hier jetzt aber auch aufgrund des Copyrights nicht direkt diskutieren. Dazu später ein bisschen mehr. Was wir uns hier noch anschauen, sind die besten Ladungen, um einfach mal zu sehen, welche Faktoren, welche Facetten-Items funktionieren sehr gut. Und da sehen wir, dass hier oft N dabei ist. Also Neurotizismus hat bei einigen Facetten ziemlich gute Faktorladungen. Und das wundert eigentlich einen auch nicht. Neurotizismus ist ziemlich gut erforscht und auch schon sehr lange in der Persönlichkeitsforschung in verschiedensten Modellen beinhaltet. Also das sollte ziemlich stabil sein, wohingegen andere Faktoren, sagen wir mal sowas wie Offenheit für Erfahrung, das war auch historisch gesehen immer so ein bisschen knifflig. Das war nicht immer dabei, das kam dann erst später hinzu. Also dass Neurotizismus gut funktioniert, wundert mich jetzt nicht. Auch Conscientiousness, also Gewissenhaftigkeit, das ist auch so ein Faktor, der schon lange dabei ist in den Persönlichkeitsmodellen, wundert mich jetzt auch nicht.
Okay, und als letztes schauen wir uns mal noch die Varianzaufklärungen pro Faktor und Facette an, und zwar geordnet nach der schlechtesten Varianzaufklärung. Und da sehen wir auch wieder was sehr Spannendes. Und zwar die schlechteste Varianzaufklärung hat die Facette O6. Und hier kann ich euch jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen, trotz Copyrights. Das liegt nämlich daran, dass es zu dem Neo PR einen Klon gibt, der heißt IPIP Neo 120, habe ich hier auch verlinkt. Und dort sind alle Items und Facetten öffentlich zugänglich. Das kann jeder benutzen. Dadurch, dass es ein Klon ist von dem Neo PR, können wir zumindest uns die Facetten anschauen. Die Items sind natürlich unterschiedlich, sonst wäre es kein anderer Fragebogen, aber die Facetten, die heißen gleich, weil genau das gleiche Modell abgebildet werden soll. Also kann ich hier euch genau sagen, was ist O6? Und zwar ist O6 in dem IPIP Liberalismus, im Neo PR heißt die Facette ein bisschen anders, aber es ist eigentlich genau das gleiche. Das heißt, am schlechtesten funktioniert in dem Big Five Modell die Facette Liberalismus. Also wie konservativ oder wie liberal bin ich? Dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben, der ist allerdings gerade im Review-Prozess. Das heißt, ich kann jetzt nicht alle Details verraten, aber ich kann das kurz anreißen. Warum funktioniert Liberalismus so schlecht? Liberalismus gehört zur Offenheit und das Problem ist, dass Liberalismus mit anderen Offenheitsfacetten manchmal nicht so gut einhergeht. Bei Offenheit haben wir auch noch eine andere Facette und die heißt Intellektualismus. Und die Idee ist, dass jemand, der sehr liberal ist, ist auch intellektuell und jemand, der konservativ ist, ist weniger intellektuell. Und das ist natürlich Quatsch, weil wir haben auch viele Konservative, die intellektuell sind. Ja, also man denke nur an irgendwelche konservativen Politiker, die aber promoviert sind. Oder man denke beispielsweise an einen Priester, der natürlich in gewisser Hinsicht sehr intellektuell ist, weil er sich mit Schriften beschäftigt und mit Philosophie, aber der ist natürlich sehr konservativ. Also wir können uns hier sehr schnell erklären, warum Liberalismus nicht funktioniert. Das scheint mit anderen Facetten von Offenheit nicht logisch konsistent zu sein. Und ich würde auch dafür plädieren, das aus der Offenheit herauszunehmen, beziehungsweise genauer die Offenheit zu definieren. Da gibt es offensichtlich Probleme. Wie gesagt, mehr dazu vielleicht auch ein bisschen später, wenn der Artikel publiziert ist. Dann kann ich diesen Blogbeitrag hier aktualisieren und auch das Video updaten. Okay, das war's auch schon heute. Wir haben den zweiten Teil zum Fitten eines Big Five Modells in Lavan in R uns angeschaut. Und wenn du Fragen hast, zum Beispiel hast du vielleicht auch einen Big Five Datensatz erhoben, als Abschlussarbeit oder als Forschungsprojekt und du willst es auch fitten, dann kannst du natürlich genau meinen Code, meine Syntax benutzen. Du müsstest nur den Datensatz ändern und vielleicht die Items umbenennen. Wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du gerne unter dem Video einen Kommentar hinterlassen, eine Frage hinterlassen. Auch auf dem Blogbeitrag, der ist hier auch verlinkt, kannst du gerne unten auch Kommentare hinterlassen. Dann hoffe ich, dass du was gelernt hast. Das Fitten eines Big Five Modells sollte meiner Meinung nach in jedem Psychologie-Curriculum Teil sein. Das ist ganz interessant mal zu sehen, ob das überhaupt funktioniert, ein Big Five Modell, und wo da vielleicht Schwächen sind. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, du schaltest bald wieder ein zu einem anderen Video. Bis dahin, tschüss.